Hallo und herzlich willkommen zu einer Map-Vorstellung heute. Und zwar will ich euch heute ein bisschen die Belgique Profond, die Version 2.1 vorstellen für den Landwirtschaftssimulator 15. Das ist eine Version, die vor nicht allzu langer Zeit erschienen ist. Die Leute, die meinen Kanal oder unseren Kanal ein bisschen beobachten, wissen, dass ich schon mindestens, sagen wir mal, 60 Parts auf der Belgique Profond gespielt habe, wobei noch auf der V2. Und das ist jetzt hier die Version V2.1. Und ich wollte euch jetzt ganz kurz zeigen, die ein paar Eindrücke geben, was ist neu und ob es sich auszahlt, auf dieser Map zu spielen. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt erstmal den Hof an, weil der Hof ist doch etwas, also für mich zumindest, was sehr Interessantes. Und deswegen würde ich sagen, gehen wir einfach mal ein Stück. Wir schauen uns einfach das mal kurz an. Was man dazu sagen muss, die Belgique Profond gab schon im LS13, wurde gebaut von LuxFarm und wurde für den LS15 vom Modding-Team Frabel, also ich glaube, das ist eine Kooperation von französischen und belgischen Moddern, konvertiert, neu aufgebaut, bin ich mir nicht ganz sicher. Was noch mit bei ist, ist von Maru, der Wassermod, und der Gülle Mistmod. So, das kennt ihr wahrscheinlich schon. Ich sage euch jetzt ganz kurz, also die Hallen hier, das sind nicht so wie jetzt bei den meisten Maps irgendwo ein Silo, sondern die Hallen hier, die sind alle so, also mit rückwärts reinfahren zu befüllen. Hier gibt es nicht irgendeinen zentralen Punkt, sondern du musst wirklich für jede Frucht oder für jedes Gras oder Weizen, ne, musst du wirklich in jede Halle reinfahren und abkippen. Genau dasselbe natürlich auch wieder mit dem Frontlader oder mit dem Förderband rausholen und aufladen. Muss man dazu sagen, bevor man die Map spielt, weil das ist nicht jedermanns Sache. Was ist neu in der Version 2.1? Dieses schöne Ding hier ist neu. Ich kann euch momentan leider nicht sagen, für was das noch ist. Für mich sieht's aus, entweder ist es ein kleiner Bunker für Silage oder für Mist oder so irgendwas. Ich kann es euch nicht sagen. Problem ist, ich habe noch nicht sehr viele Modsvorstellungen von der Version 2.1 gesehen. Und die, was ich gesehen habe, waren auf Französisch. Und da bin ich leider nicht mächtig, Französisch zu sprechen. Also ich kann es überhaupt nicht. Deswegen habe ich mir gedacht, ich mache jetzt mal eine nach bestem Wissen und Gewissen, wie ich das weiß. So, das Kalklager war vorher schon da. Was Neues ist ein Lager für Saatgut. Und es gibt jetzt auch, Moment, ich zeige euch das, das zeige ich euch später, wo ihr dann Saatgut könnt ihr jetzt auch selber herstellen, soweit ich das verstanden habe. Hier haben wir die Schafe untergebracht. Also hier könnt ihr auch die Wollpaletten stapeln und hier eine kleine Weidefläche. Dann hüpfen wir mal ganz schnell hier rüber. So, ich glaube, das mit den Futterlagern ist klar. Hier haben wir also für Silage. Hier vor uns. Dann haben wir hier einen kleinen Waschplatz mit dem Kercher bei. Die Maschinen, die ihr übrigens seht, das sind die Startmaschinen. Also ich habe jetzt einfach einen neuen Spielstand begonnen. Das ist nicht mein Let's Play, das einfach so dahin läuft, sondern das ist wirklich ein neuer Spielstand. Also die Geräte, die ihr seht, die sind wirklich dabei, wenn ihr die Map neu anfangt. Wir haben hier einen kleinen Geräteunterstand. Dann haben wir hier, habe ich auch lange gebraucht, damit ich das gesehen habe, das ist das Hackschnitzellager, beziehungsweise der Unterstand für das Hackschnitzel. Und hier hinten ist der Hühnerstall. Hier müsst ihr auch reingehen, wenn ihr die Eier abholen wollt. Dann haben wir hier noch einen Unterstand mit den Hängern. Also wie gesagt, die sind standardmäßig von Anfang an mit bei. Ein Fliegel, Krampe. Ich glaube, das ist ein Grubber. Häuser. Die haben jetzt aber keine Funktion. Das scheint mir unser Privatwohnhaus zu sein. Dann hierauf. Hier haben wir nochmal so einen großen Unterstand, den ich in meinem Let's Play für Ballen verwende. Also wenn ihr da mal Bock habt, schaut gerne vorbei. Da haben wir teilweise Ballen bis zur Decken hochgestapelt. So, was haben wir hier? Hier haben wir noch einen kleinen Unterstand. Auch sehr schön. Das hier gehört schon zu den Kühen. Das ist ein relativ weitläufiges Gebiet für die Kuhweide. Hier ist ein Regal für die Frontlader-Zubehörteile, Schaufel, Gabel und so weiter und so weiter. Hier ist das Güllepecken. Das ist Weidefläche für die Kühe. Hier hinten ist der Misthaufen. Ihr müsst hier auf dieser Map selber ausmisten. Das sind hier die Rinder, die Kühe. Also das heißt, ihr könnt eigentlich von zwei Seiten reinfahren und das eigentlich ganz locker alles, Mischration und Silage, alles abkippen, was ihr wollt. Hier haben wir auch noch einen Wasseranschluss, wobei wenn ihr hier Wasser entnehmt, dann kostet das was. Wenn ihr es aus den Flüssen entnehmt, kostet es nichts.
Alles schon getestet. Hier ist noch so ein kleines Büro. Auch sehr nett. Und hier kann man eigentlich reingehen, wenn man möchte. Und hier werden die Kühe gemolken. Wir haben hier noch relativ viel Weidefläche. Also das ist ein riesiges Gebiet hier. Und dann sind wir ja schon auf der Rückseite unseres Hofs. Hier haben wir noch ein bisschen Unterstandmöglichkeit. Hier ebenso. Hier haben wir auch rechts das Saatgut. In dieser Halle hier ist der Dünger. Und das ist Treibstoff. Ist das Treibstoff? Ja, ich glaube Treibstoff ist das. Und so kleine Werkstatt. Was standardmäßig verbaut ist, ist eine Futtermischanlage. Ganz normal zu befüllen mit Silage, Gras oder Heu und Stroh. Dann haben wir hinten noch einen Mistplatz. Und zwar, das ist für die einmal Rinderzucht und einmal Schweinezucht. Ich glaube hier, kurz hören. Ja, das ist die Schweinezucht. Und das hier ist die Rinderzucht. Hier wird Wasser benötigt. Also ihr seht hier überall solche Anschlüsse. Auch da wird auch hier dieses große, das ist dann die Anzeige im Prinzip. Ihr seht unten den roten Ball und wenn der ganz oben ist, dann ist das Wasser voll. Hier ist auch nochmal so ein kleiner Wassertank. Auch das gleiche Prinzip. Und hier vorne ist, glaube ich, auch noch einer. Genau, hier ist auch noch einer. Gut. Das war jetzt in ganz groben Zügen der Hof. Also es ist ein relativ schöner Hof, muss ich ganz ehrlich sagen. Also hat mir sehr gut gefallen. Es ist auch auf dieser Map hier der einzige Hof, den ihr bewirtschaftet. Also es ist nicht so wie auf manchen größeren Maps, dass ihr 3, 4 Höfe habt und überall ein bisschen ist. Sondern hier ist wirklich alles auf einem Fleck. Ich zeige euch ganz kurz, was wir Felder besitzen. Also ihr besitzt natürlich das Feld 1 hier, das ist diese riesengroße Weidefläche. Feld 2 ist diese Fläche hier vorne, auch Grünland. Und hier haben wir sogar einen Freisilo. Das heißt, hier unten seht ihr schon, wo die Reifenstapel stehen, das ist ein Freisilo. Da könnt ihr auch Grassilage, Maisilage, was ihr machen wollt. Bleibt euch überlassen. Dann hier hinten seht ihr die BGA. Die zeige ich euch jetzt nicht, das ist eigentlich nur eine Standard-BGA. Und nochmals dahinter ist der Forstbereich. Also der ist schon etwas, ja, ich will jetzt nicht sagen riesengroß, aber ist schon ganz ordentlich. Da geht es noch ein gutes Stück hinter. Ihr habt hier ganz allgemein gesehen auf die, ihr habt hier 40 Felder, glaube ich, sind das, ja. Ganz unterschiedliche. Also ihr seht hier, ihr besitzt am Anfang Feld 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wobei 5 Stück von Gras sind. Und der Rest muss eben gekauft werden. So, ich schmeiße mich jetzt kurz in den Trecker rein. Was haben wir hier? Jo, nehmen wir den. Ist doch egal. Und dann fahren wir mal ein Stückchen. Damit ihr das dann seht, was wirklich neu ist. Also eine Neuheit haben wir schon gesehen. Das ist dieses Lager für Saatgut. Allgemein muss man sagen, dass die Map sehr, sehr schön verarbeitet ist. Also ich persönlich habe jetzt, finde es nichts Negatives an dieser Map. Sie ist sehr detailliert. Das hier ist auch neu. Zeige ich das ganz kurz. Hier war früher eine Mauer in der Version 2. Die ist geradeaus durchgegangen. Und hier kann man hier schön von der Seite reinfahren. Mit den Mauern war immer das Problem. Also egal ob beim Mähen oder beim Schwaden. Ja. Du bist einfach immer an die Mauer gekommen. Das Denkmal ist verschwunden. Dann fahren wir weiter. Jetzt müssen wir in das Stadtinnere. Und ich zeige euch auch, wo ihr die Felder kaufen könnt, weil das auch in meinem Let's Play sehr oft gefragt wurde, wo kann man die Felder kaufen. Das zeige ich euch jetzt. Verkehr ist prinzipiell aus auf dieser Map. Also das habe nicht ich gemacht, sondern das ist von Haus aus so. Und die Stelle, wo wir hier sind, da gibt es auch noch was zu sagen. Da gibt es auch schon eine kleine Neuerung. Eben in dieser Version 2.1. Ich mache mal kurz aus. So, hier habt ihr schon den ersten Abladepunkt, Aveve. Hier ist, hier könnt ihr Kalk holen. Also Kalk ist auch verbaut hier auf dieser Map. Also hier, wenn ihr mal Kalk holen wollt, hier der Silo einfach drunter fahren und rauslassen. Das ist der Seed Master. Jetzt muss ich mal ganz kurz schauen. Ich habe den davor noch nicht gesehen. Wo ich hier, okay. Da kommt eigentlich im Prinzip nur Weizen rein. Sehe ich das richtig? Also Weizen rein. Was ist das hier? Ja, ich glaube, hier kommt Weizen rein und dann kommt hier irgendwo Saatgut raus. Hier haben wir den Wolleverkauf. Und dann, den Rest laufe ich zu Fuß. Sind ja sportlich. Hier. Hier ist dieses, hier das kleine Geschäft vor uns. Also im Prinzip genau gegenüber vom Wolleverkauf. Hier ist das Geschäft, wo ihr die Felder kaufen könnt. Also hier ist jedes Feld einzeln aufgelistet. 25, 24. Einfach rangehen.
dann erscheint oben schon die Meldung, Feld kaufen, und dann könnt ihr Feld 25 um den und den Preis kaufen. Und hier habt ihr nochmal eine kleine Auflistung, was wo ist. Ja, das dazu. Dann ist das auch geklärt. Noch eine Neuerung schauen wir uns an. Da fahren wir jetzt aber hin. Ihr seht das auch hier. Also hier sind auch relativ große Felder. Teilweise angesehen, teilweise nicht. Aber das ist ja bei jeder Map dasselbe eigentlich. Aber was mir auch sehr, sehr gut gefällt, es sind relativ schmale Wege. Also wenn ihr wirklich einen fetten Drescher habt, also jetzt einen riesengroßen von mir aus, dann müsst ihr auf alle Fälle einen Schneidwerkswagen nehmen, weil ohne Schneidwerkswagen geht ja gar nichts. Die Zäune haben auch Kollision, die Steinmauer natürlich, also hier hat eigentlich so ziemlich alles Kollision. Hier haben wir den Händler, hier links seht ihr den Verkaufspunkt für Fahrzeuge. Die Fahrzeuge spawnen da hinten, wenn ihr die neu kauft, also hier auf dieser Fläche. Und dann gibt es hier noch eine Neuerung in der Version 2.1. Und das ist hier eine Kompostanlage. Die war früher nicht da, da war einfach nur so ein... Ich glaube, da war einfach nur so ein asphaltierter Fleck. Ich habe mir die auch noch nicht angesehen, aber Kompostanlage sollte, glaube ich, klar sein. Wenn nicht, könnt ihr mal... da gibt es bestimmt noch ein Infovideo. Kompostieranlage, Mist, hier glaube ich... Okay, hier kommt Mist rein und dann wird das irgendwie bearbeitet. Und hier wird es nochmal bearbeitet und nochmal bearbeitet und dann sollte anscheinend Kompost rauskommen. So, sehen wir da irgendwas? Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Okay, nee, aber das war nur ganz kurz. Ich will es jetzt auch nicht zu lange machen, wobei wir sind schon wieder über 12 Minuten. Ich wollte euch ganz kurz die Neuerungen zeigen, dass... Ich meine, natürlich, wir können jetzt noch stundenlang über diverse Abladepunkte reden, über den Zug, über die Felder, bla bla bla. Aber ein guter Tipp, ladet euch die Map runter. Es lohnt sich wirklich... sind irgendwas mit 220 MB, also nicht allzu groß. Und schaut es euch einfach mal an. Ich bin von der Map begeistert, deswegen, also das Let's Play läuft. Und auch, was ich auch jetzt sagen kann, was im Internet steht, also falsch, was falsch im Internet steht, ihr müsst einen neuen Spielstand anfangen, wenn ihr die Version 2.1 habt. Das stimmt nicht. Also ich habe jetzt die neue Map reingezogen, die alte rausgeschmissen, die Version 2. Und kann ganz normal mit meinem bestehenden Spielstand weiterspielen, ohne irgendwelche Probleme. Also das, da steht wohl irgendwas Falsches drin. Oder, ja, ich habe jetzt nicht lange gespielt, vielleicht crasht das auch irgendwie nach ein paar Stunden. Müsst ihr ausprobieren, müsst ihr testen. Gut, das war es jetzt von dieser kleinen Vorstellung. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen was zeigen können. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ihr könnt auch jederzeit auf der Frabel-Seite... einfach bei Google mal Frabel LS Modding eingeben. Dann könnt ihr auch gerne bei den Jungs auf der Homepage ein Feedback für die Map hinterlassen. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Bis dahin.